Hallo, heute machen wir Zimtschnecken und dafür braucht ihr einmal Milch, Dinkelmehl, wenn ihr kein Dinkelmehl habt, könnt ihr auch normales nehmen. Dann braucht ihr Trockenhefe, Zucker, Salz, ein Ei, Butter, brauner Zucker und wenn ihr keinen braun habt, könnt ihr auch weiß nehmen und Zimtpulver. So, als erstes nehmt ihr euch eine Schüssel und gebt da 300 Gramm Dinkelmehl rein. Und ja, wie gesagt, wenn ihr kein Dinkelmehl habt, könnt ihr auch normales nehmen. Aber wenn ihr welches habt, dann könnt ihr das nehmen. So, und dann nehmt ihr ein Päckchen Trockenhefe und das gebt ihr auch da rein. So, und dann braucht ihr eine Prise Salz und das gebt ihr auch dazu. So, und dann braucht ihr erstmal weißen Zucker. Also Braunzucker brauchen wir erst später und wenn ihr keinen Braunzucker habt, dann nehmt ihr halt nur weißen Zucker. Aber jetzt brauchen wir erstmal weißen Zucker und zwar 50 Gramm und das gebt ihr auch dazu. So, und das könnt ihr dann erstmal mit so einem Schneebesen verrühren. So, und dann braucht ihr 150 Milliliter Milch und das gebt ihr auch da rein. So, und dann braucht ihr ein Ei und schlägt ihr am besten vorhin in einer Tasse auf, damit ihr sehen könnt, ob da Schale drin ist. Und die dann noch rausmachen. Und ansonsten gebt ihr das da rein. So, und dann braucht ihr noch weiche Butter. Und ja, meine ist jetzt noch kalt, darum, also stellt ihr am besten vorher schon raus, damit die dann weich ist, weil ich muss jetzt noch kurz warten, weil die ist wirklich steinhart. So, und von der Butter braucht ihr dann 50 Gramm. So, und dann müsst ihr den Teig zusammen zu so einem Teig halt verkneten. Ihr könnt entweder so eine Handrührer nehmen oder ihr macht es halt mit der Hand. So, wenn ihr das dann alles zu so einem schönen Teig verknetet habt, dann könnt ihr das wieder in die Schüssel geben und so abdecken mit so einem Küchentuch. Und das muss dann 30 Minuten gehen. So, dafür stellt ihr den Teig am besten an einen warmen Ort, also entweder am Ofen bei niedriger Stufe oder wenn es draußen warm ist, könnt ihr ihn auch draußen in die Sonne stellen. Und ja, dann sehen wir uns in 30 Minuten wieder. So, nach 30 Minuten sieht der Teig jetzt so aus. Der ist richtig schön aufgegangen. So, dann holt ihr ihn raus. Streut noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche so, damit der Teig nicht so klebt. Okay, war jetzt glaube ich ein bisschen viel. So, und dann könnt ihr den Teig noch mal kurz durchkneten. So, und dann müsst ihr den Teig ausrollen und zwar ungefähr so 40 x 50 cm. Muss jetzt nicht genauso sein, aber so ungefähr. Ja, dann rolle ich den mal aus. So, wenn ihr den Teig dann ausgerollt habt, dann nehmt ihr euch 75 Gramm weiche Butter. Das verstreicht ihr dann so auf dem Teig. Ja, auf dem gesamten Teig einfach die Butter verstreichen. Und darum ist wichtig, dass die weich ist, weil sonst geht es ja schlecht. Also wie als würdet ihr euch ein Butterbrot schmieren. Nur halt ein sehr großes. So, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann nehmt ihr euch noch eine kleine Schüssel und tut da 4 Esslöffel braunen Zucker rein. Und wenn ihr keinen Braunzucker habt, könnt ihr natürlich auch weißen nehmen, aber wenn ihr Braunzucker habt, dann nehmt Braunzucker. Also 4 Esslöffel Zucker auf jeden Fall. Am besten braun. Und dann braucht ihr noch 4 Teelöffel Zimt. So, das könnt ihr dann noch vermischen. So,
und diese Zimt-Zucker-Mischung, die könnt ihr dann auf dem ganzen Teig verstreuen. Und wegen der Butter hält es halt auch da dran und fällt nicht runter. Ja, das verstreut ihr auf dem ganzen Teig. So, und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr das Ganze der Länge nach aufrollen. Also so einrollen. So, und dann nehmt ihr euch ein Muffinblech und fettet es so ein mit Butter und einem Pinsel. So, und dann müsst ihr das in 12 Stücke schneiden, also es sollten nicht mehr werden, weil das Muffinblech hat halt nur 12 Förmchen und dann passt es halt nicht rein. Darum 12 oder weniger geht auch, aber das sollten 12 Zimtschnecken ergeben. Und die gebt ihr dann da rein. So, und wenn ihr dann die 12 Zimtschnecken in die Form getan habt, dann müsst ihr das nochmal abdecken und nochmal an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Bis dann. So, nach den 30 Minuten sehen die Zimtschnecken jetzt so aus, sind nochmal richtig aufgegangen und ja, dann könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen. So, und dann könnt ihr den Ofen schon mal auf Ober- und Unterhitze und 180 Grad vorheizen. Und wenn der Ofen dann vorgeheizt ist, dann könnt ihr das Ganze für 20 bis 25 Minuten backen. Ihr müsst halt gucken, wann die fertig sind. Und ja, die sind jetzt halt ein bisschen sehr groß geworden, weil es war das Randstück. Aber ansonsten sehen sie eigentlich ganz okay aus. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn sie fertig gebacken sind. So, die Zimtschnecken sind jetzt fertig gebacken. Und ich habe sie, glaube ich, ein bisschen zu lang drin gelassen, weil sie ein bisschen sehr dunkel geworden. Also tut sie am besten nur 15 bis 20 Minuten rein. Also am besten 15 Minuten, damit sie nicht ganz so dunkel werden. Aber ja, ich denke, das geht trotzdem und ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.